Alles klar, Leute, willkommen zurück zum Killerspiel Yoshi's Island. Der ist im letzten Part haben wir 2,5 Level gemacht und werden nun Skifahren. Geil. Après-Ski mit Yoshi, wenn ich mal rein darf. Danke. So, wir haben Bowser bekommen, haben seine Fähigkeiten gesehen und werden jetzt Skifahren. Das gibt es ja auch im Original und allerdings trägt Yoshi im Original seine niedliche Puddelmütze und hier leider nicht. So, und da habe ich vergessen, dass ich hier die Screens wieder ändere, weil die Action ist gerade auf dem oberen Screen. Nicht gesagt. Auf dem unteren Screen. Hust, hust. Okay, kann ich nicht wechseln, oder? Doch, ich kann wechseln. Gut. Dann muss ich es nicht ändern, weil ich vergesse es meistens und das ist dann doof, weil, ne. Halt die ganze Action halt auf dem kleinen Screen oben ist. Was nicht gut ist. Warum habe ich einen Schwung verloren, wenn ich den Berg runterfahre? Versteht es nicht. Was ist, wenn ich Y drücke? Ich glaube nicht. Nee, ich fahre nicht wirklich schneller durch. Ui. Egal, fahren wir ein bisschen Ski. Ach, ich vergesse schon wieder. Kamera. Also, Kamera. Dingens. Extra auf unteren Screen haben. Ich weiß nicht, ich mache das irgendwie mehr. Weil irgendwie, ich weiß nicht, die schwarzen Ränder stören mich. Wow, das hat's verdammt knapp. Ups, Blume nicht bekommen. Aber ich fall hier wieder in den Abgrund. Wow, das hat's knapp. Das hat's aber echt knapp bemessen. Yay. Oben rum gemusst. Wow, da bin ich nicht gesprungen. Whee! Wow, das war auch knapp. Bitte mal Finish. Danke. So, Levelende gleich. Wow, ich habe eine Blume. Sehr gut, sehr gut, okay. Und das Schlusslicht übernimmt mal wieder unser guter... Dunkelblau habe ich noch mal genannt. Was? Nee, Traube war es nicht. Pflaume! 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 Kann ich Pflaume bringen? Oh, das ist der Boss! Oh, der Boss war geil! Der war richtig cool! Der war richtig genial! Big Guys Burg! So, ich bin jetzt schon mal auf Bowser. Ich glaube, das Level wird einfach mit Bowser. Jo, einfach mal deswegen. Ja. Ich wollte sagen, ich will auch so hochkommen. Oh, das ist so einfach mit Bowser hier. So, hier brauche ich einen Schlüssel. Damit kommen wir dann da drüben. Oh, ich hätte eigentlich noch nachschauen können. Egal. So, das Problem ist mit Bowser ist, wir können jetzt kein Feuer spucken, aber wir können, glaube ich, auch kein Eier schießen. Deswegen ist es egal, welches Baby wir nehmen. Wie Bowsers Kopf rippt. Ne, weil ich mag den Hintergrund in diesem Level ziemlich genial. Ich meine, die Waschmaschine oben links. Die ist so toll. Die ganzen Scheigeis, das ist so toll. Also das. Diese Burg hier ist eine Burg. Dieses Schloss ist richtig genial gemacht. Dip, 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 dip. So, wieder mal passiert auch extrem viel wieder mal. Naja. Ich werde mal. So. Weiß nicht, ob das jetzt zu knapp war. Wahrscheinlich war es zu knapp. Ja, das war wahrscheinlich ziemlich knapp. Oder? Na, es sollte gehen. Ja, geht. Blub, blub. Ja, kein Ding. Wie soll im Hintergrund Yoshi studieren? Sehr schön. So, da oben muss ich hin. Um womöglich einen Schlüssel daraus zu kriegen. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Vase nach links gestoßen hätte, hätten wir jetzt den Schlüssel verbockt. Das war voll doof. Müssen wir den ganzen. Ach so, hier komme ich gar nicht weiter. Also runter meine ich. Da komme ich nur hoch. Okay, gut zu wissen so. Mach hoch das Ding. Wieso auch dieses Ding da so im Weg ist? Ich verstehe es nicht. Es ist einfach nur so ein Mechanismus oder wie. So.
Ich nehme Baby, Baby Mario. Wow! Okay. Gut, keine 100%. Schade. Oh, hi. Was ist denn hier unten? Ich hab so Angst hier. Okay. Ich hab halt Angst. Ja. Super. Ich muss es mit Baby Mario durchschaffen. Okay, gut. Donkt. Dann gib mir das Baby, um zu überstehen. Ich mag die Musik irgendwie nicht dazu. Das passt überhaupt nicht. Ja, Mario, Mario, mein Gott, spring doch mal. Himmel, Herrgott, du Kind. Mann. Holy. Ich drück die ganze Zeit den B-Knopf. Warum drücke ich gerade... Aber kann ich mit Bowser machen? Nee, es geht nur mit Mario. Voll lame. Voll lame, ey. Achso, du kannst die Shy Guys nicht töten. Du bist nicht wie Bowser, so episch und cool und mystisch. So, danke. Danke. Ja, super. Ja, danke für die Sterne. Ah, oh, Mann. Okay, wir auf Bowser wechseln. Bowser ist cooler. Sorry, Mario, aber du hast gerade verkackt. So. Wow! Ach ja, da war ja was. Ich kann die Minitone nicht benutzen. Ich kann sie nur verbrennen. Ich kann sie nicht wagen, Bowser anzugreifen. Das sind seine Scherben. Wow, wow, wow. Ja. Danke. Wow, wo kommst du her? Wo kommst du her? Du elende Sackratte. Alter, jetzt bin ich jetzt hier so ein Asozialer und warum geht's nicht hoch? Mann, danke. Oh, ich hasse Eisphysik manchmal. Ich liebe Eislevel an sich, aber ich hasse Eisphysik. Das ist so ein Widerspruch an sich. Ich mag das Eislevel vom Design her, weil sie so schön weiß-blau sind. Meistens. Da ist irgendeine Babymünze, die ich nicht bekomme. Hier sind ganz viele Eier, die ich nicht brauche. Warte. So. Ich würde schon sagen, wenn der jetzt wieder lebt, wäre das ziemlich komisch gewesen. So, komm. Ich will zum coolen Boss. Okay. Da oben ist ein Sternkreis. Das finde ich ganz nett. Was ist das hier? Sternis. Ah. Ja. Kriege ich hier nochmal Eier? Da oben kriege ich Eier. Oder? Da kann ich jetzt nicht durch. Ja, da kann ich durch. Wobei ich brauche. Ja. Oh, Eisphysik. Feuer frei. So, Feuer, Feuer, Feuer. So, jetzt kann ich jetzt mal einen Weg durchbauen. Bomb. So. Schmeiß mir deine Eier her. Das Problem ist, wir können nicht alles mit Bowser machen. Ja, komm runter. Ja, komm runter, bitte, danke. So, und bahnen wir unseren Weg weiter. Das war nicht geplant so. Aber nehme ich mal so hin. So. Komm, gib mir die Eier. Gib mir sie, Eier. Danke. So. So. Es ist gar nicht anstrengend. Vor allem, weil alles Instant Death ist und ich hasse Instant Deaths. Ich weiß nicht, wer hat sich eigentlich Instant Death in einem Spiel wie Super, in einem Yoshi-Spiel überlegt? Ich meine, hallo?
Oh Gott, das war fast, dass der bei den Hose gehen könnte. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Angst, deswegen muss ich jetzt alles wegbrennen, was mir im Weg sein könnte. So, der Weg hier ist noch geebelt, ne? Ja, das muss ich jetzt sicher gehen. So, kannst du nach links und weiter geht's. Du nervst, geh weg. Ich dachte, die Stelzen können. Alter! Stelzen gehen nochmal kaputt! Stirb. Gott. So. Geht kaputt. Boss Time. Gut. Ist hier noch was versteckt? Nein. Okay. Auf zum Bose. Zum bösen Boss. Oh, hi. Na? Leider kann ich dich hier nicht weiterkommen lassen, aber ich habe dir eine nette Überraschung für dich. Wie Bowser grinst da. Ja, Überraschung geil, gib's mir. Das ist, klang jetzt irgendwie falsch rüber, sorry. Es lebt! So, dieser Boss ist ziemlich cool. Allerdings auch ziemlich einfach. So funktioniert der Boss. Wir müssen davon in die Lava stoßen und dann eine Stampfattacke zum Kopf machen. Ja, wie gesagt, dieser Boss ist halt. Wow. Das ist mit Bowser ziemlich einfach. Und, wie man sehen kann, weil wir brauchen keine Eier, also wir sind nicht darauf angewiesen, dass er Scheiße spuckt. Wow. Wo kommen die Scheiße nicht herkommen? Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Runter mit dir. Das war's schon. Ja. Blablabla. Nein, die ganzen Shy Guys. Nein, nicht der. Oh Gott, ja, Shy Guys. Ich bin ein Mörder. Und wir bekommen ein Riesentor. Yay. Ich hätte eigentlich einen Hardmode machen können mit Baby Bowser, mit Baby Peach oder Mario oder so. 5 Leben bekommen, cool. Wie viel haben wir eigentlich momentan? 8000 Leben oder so? Story. Oh, Euriho, was macht ihr denn hier oben? Das ist in jedem Fall nicht gut. Ich muss auch wirklich Meister Bowser Bescheid sagen. Halt, stopp, nehme ich mit. Das sieht so niedlich aus. Baby Bowser ist verschwunden. Ob wir ihn wohl jemals wiedersehen? Ach, wen kümmert's? Du Erzähler, bist aber gemein. Böser Erzähler, böser Erzähler. Währenddessen, du hast noch immer keine Ahnung, wo die Sterne sind. Nein, Meister, aber die Kristallkugel sagt, dass die 7 Sterne vor kurzem aufgetaucht sind. Und die Kugel sagt mir, dass die Sterne nur in den Herzen der Babys ruhen. Und du bist dir absolut sicher, dass die Sterne so viel Macht besitzen? Zweifellos, Meister, und unter ihnen ist das sogenannte Sternenkind. Dieses Baby hat die Macht, die Welt zu verändern. Wenn ihr jetzt das Sternenkind gefunden habt, liegt euch die Welt zu Füßen, Meister. Schaut in die Kristallkugel, da solltet ihr einen Stern über jedem Sternenkind sehen können. Nein, es ist kein einziges Sternenkind unter den Gören. Luigi. Ah, oh, Luigi. Ach, Luigi. So. Dann kommen wir in den 5. und damit letzte Welt. Aber, ich würde sagen, das war's immer von Yoshi's Island DS von heute. So, ich muss mich gerade ein bisschen strecken gehen. Das hat mich gerade ein bisschen mitgenommen, dieses Level. Dieser epische Boss. Wir 154 Level. Leben. 154 Level. Das wäre es ja noch. Wir haben noch 8 Level vor uns. Da wird zwei Bossen. Und beide Bosse waren richtig awesomes. Also, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und Bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Yoshi's Island DS. Bis dahin. Cheerio.